Moin Leute und Hallihallöle, hey. Bevor ihr diesen Vlog schaut und euch entspannt zurücklehnt, habe ich nochmal 2, 3, 4, 5 Sachen auf dem Herzen. Ganz kurz mal eben. Der letzte Vlogger, der ordentlich für Trubel gesorgt. Ich wollte mit diesem Vlog niemanden schlecht machen. Das würde ich niemals tun. Ich würde meine Reichweite niemals nutzen, um Leute zu schädigen, weil das hat enorme, fatale Folgen. Und das möchte ich nicht. Und abgesehen davon sind wir alle keine Unschuldsengel. Fehler passieren, auch mir, auch meinen Jungs. Dann würde ich das auch nicht wollen, wenn jemand sagt: Oh, guck mal mit der Kamera, da ist eine abgeplatzte Ecke vom Stein. Und du, wo gehobelt wird, fallen Späne. Das ist einfach so, ja. Und ich hatte auch im letzten Vlog gesagt, dass das Auto ein Traum ist. Und dazu stehe ich auch. Das Auto ist tipptopp, keine Frage. Genauso wie die Container. Und deswegen war ich einfach in diesem Zwiespalt zu sagen, ja, natürlich die Containerhersteller, die haben Scheiße gebaut. Nein, haben sie nicht. Ja, Fahrzeugbauer hat Scheiße gebaut. Nein, hat er auch nicht. Ultrucks ist top im Service und auch überhaupt, das muss ich sagen, weil die haben mir Fuffi gegeben. Nein, da stehe ich auch zu. Das habe ich auch im letzten Vlog gesagt, das Auto ist top. Ich kam in einigen Stellen wirklich etwas verarscht vor. War, ich muss sagen, ich habe auch überreagiert und es tut mir auch sehr, sehr leid. Wir haben eine Lösung gefunden. Und ich finde das toll, dass sie überhaupt so weit gehen und diese Lösung machen. Damit habe ich nicht gerechnet. Und ich wollte mit diesem letzten Vlog einfach nur erreichen, weil wir die Reichweite haben, dass Leute anrufen und sagen: Ey, Digga, pass auf, das und das. Oder: Ey, in Banyan ist ein Schlosser, fahr da hin, für 5 Mille hast du alle Container kürzer. Oder wie auch immer. Das war mein Ziel. Und nicht zu sagen: Ah, der LKW ist scheiße und das ist ein Kackservice. Und niemals. Also, wenn das so rüberkam, tut mir das leid. Und ich habe da wohl ordentlich für Trubel gesorgt. Das wollte ich nicht. Darum muss ich mich auch nochmal bei allen der Firma Uhlen entschuldigen und bei den Containerherstellern. Also ich habe niemals gesagt, dass das scheiße ist. Ich würde auch niemals sagen. Es sind ein paar Dinge gewesen, wo ich mir verarscht vorkomme, muss ich ganz ehrlich sagen an dieser Stelle. Wir haben aber ein nettes Gespräch geführt. Das Ding ist aus der Welt. Und ich wollte es von meiner Seite aus auch nochmal klarstellen. Genau. Also ich würde das niemals machen. Weil wie gesagt, wer im Glashaus sitzt, sollte ich mit Stein schmeißen. Auch uns passieren Fehler. Das ist so jeden Menschen. Nur wenn ich ein Problem bis jetzt hatte und habe das auf YouTube gestellt, dann kam auch eine Lösung. Egal, ob sich einer gemeldet hat von Inkasso-Unternehmen oder von, keine Ahnung, Schlosser, Werkstatt, Computerfachleute. Ich habe einfach eine gewisse Reichweite und ich bin auch glücklich und stolz drauf und glücklich drüber, vor allen Dingen, dass die Leute sich dann auch melden und sagen: Ey Gio, komm, ich helfe dir, und dass ich so eine geile Community habe. Also danke dafür. Und wie gesagt, ich wollte damit niemanden schlecht machen, auch niemanden schaden. Das tut mir leid an dieser Stelle. Also, liebes Uhl-Team von Uhltrucks, ihr macht einen Top-Service und das möchte ich nochmal klarstellen. Und vielen Dank für diese tolle Lösung jetzt. Ich hoffe, die tritt auch ein. Also, ich halte euch auch auf dem Laufenden. Aber ich habe mit viel gerechnet, aber damit nicht. Also, das zeigt mal wieder, was das überhaupt für ein Service ist. Nur, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vielleicht auch überreagiert und ja, da kam ein Wort zum anderen und das war scheiße, ne? Also auch von meiner Seite aus. Das war überhaupt nicht böse gemeint. Aber einige haben es auch verstanden. Einige haben auch gesagt, ja, nee, wo, bei mir geht es nur darum, eine Lösung zu finden, einfach nur. Eine Lösung, die für alle ist. Weil hätte ich jetzt gesagt, ja, Volvo, scheiße, Ultrax hat einen scheiße LKW gebaut, ja, dann hätte ich das auch so gesagt. Aber konnte ich nicht, weil es einfach nicht richtig ist. Es ist einfach falsch. Ultrax hat einen Top-Service gemacht, hat ein Top-Auto gebaut und ich hoffe, dass ich auch in Zukunft noch 20 von diesen Autos kriege. Genau. Und genauso wie mit dem Containerdienst. Ellermann hat einen Top-Service gemacht. Brauchen wir drüber reden. Ellermann, die Container sind qualitativ top, farblich top, alles top. Es passt halt einfach nur irgendwo nicht zusammen. Und das war alles. Und das war mein Problem. Und ich kam mir da, wie gesagt, an einigen Stellen verarscht vor. Das ist alles. Also genug gesabbelt. Ich hoffe, dieser Vlog gefällt euch. Viel Spaß beim Gucken. Und ja, wir sehen uns. Tschüss, Tschüssikowski. Und liebes Ultim, schön sein da. Tschüss, tschüss. Guten Morgen. Ja, Leute. Heute ist Samstag. Ich habe so schlecht geschlafen, bin so kaputt und müde, ey. Gestern wollten wir die Anbauteile hier noch wegnehmen, aber ich habe auch alles vergessen. Hat in Strömen geregnet gestern. Ström von Pivel, Ström. Ah. So. Jetzt machen wir das nämlich so. Radlader Marstati, dann kann ein bisschen laufen warmi. Ah, da ist er. Haben nichts anderes erwartet. Ist ja auch ein Fahrzeug von Kiesel, der läuft. Ach ja. Oh, oh, oh. So. Wir haben nämlich so ein paar Sachen hier. Guck mal. Greifer, Schaufeln. Und hier noch so ein bisschen Restmaterial. Sand und sowas. Und sowas.
Das wollen wir jetzt alles mal auf den Platz bringen. Genau, weil ich Angst habe, wenn die Schaufeln hier zum Beispiel, dass sie uns die mal eben wegklauen. Und wir hatten aber nie die Möglichkeit, auf dem Platz irgendwas abzuladen, B-zuladen, N-zuladen und so weiter. Betula, Enula. Und jetzt haben wir das aber. Das war wieder eine geile Geschichte. Ey, mach mich her hier, du Arschloch. Wir haben, oder ich habe beim Bauern was gezogen und geschoben. Und ja, einfach weil es gepasst hat, so, weil das so sympathisch war. Und dann hat er gefragt: Sag mal, kannst du mit dem Radlader mal eben ein, zwei Dinger, warum bin ich so dunkel? Kannst du eben ein, zwei Dinger für mich hier ziehen und schieben? Ich sage: Kein Problem, mache ich. Habe ich mal gemacht, dann haben wir mal gemeinsam gefrühstückt. Und der hatte zwei Gabelstapler von Linde. Und der eine lief und der andere wohl nicht. Naja, oder hat er gesagt, so für seine Apfelkisten da zum Umstellen oder was. Und ja, irgendwann rief er nochmal an, sag mal, kannst du mal eben kommen, kannst du mal was schieben? Ich sage, ja, jetzt nicht, aber ich komme eben, was weiß ich, Freitagnachmittag rum, schiebe ich dir eben glatt, kein Problem. Gut, hingefahren, immer mal eine Stunde oder so, ne, mit dem Radlader kurz glatt geschoben. Sagt er, der Gabelstapler da, sagt er, du brauchst ihn nicht, sagt er. Den kannst du mitnehmen. Ich sage, wie, den kannst du mitnehmen? Ja, nimm mit, die Scheiße. Ja, alles klar, mein Kollege, den... ich den genommen, hingebracht, mein Kollege sich untergelegt, hat er da mal eben ein bisschen dran rumgeschraubt. Jetzt haben wir einen Lindy-Gabelstapel auf dem Platz, der 3 Tonnen heben kann. Manchmal hat man Glück. Manchmal hat man Pech und die anderen haben Glück. Und manchmal hat man Glück und die anderen haben Pech. So ist das. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. Jetzt haben wir auf jeden Fall einen schicken Stapler, einen Gaststapel auf dem Hof. Und den zeige ich euch gleich mal. Ja, und darum, liebes Freundelein, laden wir jetzt alles auf, bringen das alles auf den Platz. Wir haben jetzt schön Hochregale gebaut und dann wird das alles schön säuberlich weggestellt, dass die ganze Scheiße immer verschwindet, weil es sieht auch asozial aus. Und vor allen Dingen, wenn du das auf dem Platz lagerst, hast du immer die Angst, dass du dich zubaust. Noch eine Palette und dies noch und das noch und bup, 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 bup. Und ratzfatz ist kein Platz mehr da und das sieht scheiße aus. So ist es nämlich. Also aufgepasst. Ja, so, ich muss jetzt Radlader fahren. Tschüss. Hier Leute, guckt mal. Ein H30. Guck mal, sieht aus wie aus dem Ei gepellt, Mann. Mehr geht nicht. Oder lief nicht richtig. So. Warte, ich fahre hier mal raus hier. Jetzt pass auf. Zack, schnurrt wie ein Kätzchen. Hier, Hebelchen, hoch, runter, Mast kippen und Dings, Seitenschieber. Ja, Handbremse lösen. Hier mit Leuchte. Ey, wie cool ist das denn bitte? Hier, bleib ruhig. Hier, jetzt haben wir nämlich unser Hochregal, da haben wir nämlich die ganzen Schaufeln drin. Zack, zack, zack. Hier. Können wir alles schön sortieren. Alles, wie sich das gehört. Ist das geil oder was? Man hat mein Glück im Leben, das freut mich richtig, ey. Das Ding ist so top. Guck ihn euch an, warte. Ich gehe noch mal einmal rum, jetzt wo das hier ein bisschen heller ist. Hier. Nagelneue Reifen, das Ding ist kaum benutzt, Mann. Da freut man sich, wenn so gute Taten denn so belohnt werden, dann mache ich immer nur noch gute Taten. Tschö. Hey Leute, einer kommt, einer geht. Da kommt unser berühmter Knopf hier für die Plane. Yeah. So Leute, hier stand das Häuschen. Das ist jetzt alles weg. Und jetzt. Opa. Jetzt
schneide ich mir die GoPro um und dann gibt's Aufnahmen vom Bagger in. Ja, hoher Besuch. Ja, ausnahmsweise mal wieder. Mein Lieblings-Nico. Guten Tag. Und Baumkup, aha. Ja. Am Start. Na, Dickerchen. Das geht. Ich habe gerade die Bilder gemacht für die Homepage. Oh, oh. Die einzelnen Leute vorstellen, weißt du? Ja. Christoph, einmal wie er LKW fährt und normales Kind. Was ist mit ihm hier? Nico passt nicht auf die Homepage. Sieht gut aus. Ah ne, von dem muss ich von ihm. Eigentlich muss man allen noch. Ja, hier vom Container jetzt gleich. Ja. Mikey, unser Stargast hier. Ja, kurzes Bild machen. Sauber machen, vor allen Dingen. Wir haben zusammen im selben Lehrbetrieb gearbeitet. Und ja. durch Zufall, wir haben uns wie aber lange. Was? Dumm, richtig dummen Zufall. Wir haben uns 2008 ja, zuletzt gesehen. Ja. Nee, doch, 2008 habe ich angefangen 2008. Mit der Lehre. Da haben wir uns zuletzt gesehen. Da war Gio ist dann abgehauen, weil kein Bock mehr. Und irgendwann kommt er auf eine Baustelle, da steht er vor mir, sagt ja, er zu mir, du sag mal, kennst du mich noch? Ich denke, ja, hey, was ist jetzt? Was hast du noch zu mir gesagt, du alter Tulpenpflücker? Nee, du alter Tulpenficker. Ja, nicht schlecht, ey. Oh, so, und so kreuzen sich die so Wege wieder. Ja, und nun arbeitet man hin und wieder zusammen. Und Mikey hat mit angefangen damals, wie ich noch nichts hatte und ich konnte seine Rechnung nicht bezahlen. aber Ehrenmann, er hat so lange gewartet, bis er das bezahlen das konnte. Das stimmt. Das rechne ich dir hoch an. Okay, alles gut. Also hier schon wieder los. Komm mal. Mann, die da. Alter, das dreckige Foto will er auf die Homepage setzen. Hör mal auf. Fotografier mal seine Eier. Ja, ja. Pack mal aus. Ja, das liegt hier alles in Schutt und Asche. Zack, die Maschinska. Jetzt fahren wir noch den Rest weg und dann ist das hier Geschichte. Guck mal, richtig professionell, wie in der Schule damals. Wenn der Schulfotograf kam, alle waren aufgeregt. Und dann hast du so eine Pimmelzeitung, weißt du, neben was weiß ich was. Ja, yeah, das sind zwei hübsche. Guck mal, der Unterschied. Ja. Guck mal, Tag. Nacht. Jakob, ich will auch auf der Homepage, warte. Kriegst du. Bei mir steht der Praktikant. Leute, ich übergebe die Kamera gleich ihm hier. Er nimmt die mit nach Hamburg, weil ich würde gerne selber filmen, aber ich kann nicht, weil ich muss hier baggern. Und ich kann nicht alles auf dem Markt, versteht ihr? Und darum kriegt er gleich die Vlog-Cam und dann habe ich keine Aktie mehr. Was passiert? Ja, oh, oh. Oh, oh. Lolli. Moin Leute, hier ist Baukub. Ich übernehme nicht nur Macker Mittwoch, jetzt bin ich auch noch im Vlog zu sehen. Scheiße für euch. Nein, Digga, ich fahre jetzt nach Hamburg, machen da noch ein paar Bilder, weil Giovanni macht ja jetzt Abbruch-Sachen. Davon haben wir noch keine geilen Bilder gemacht, freue ich mich drauf. Was ich nochmal sagen wollte beim letzten Mal, auch schon ein paar Wochen her, da habe ich auch kurz gefilmt da in Lübeck auf der Baustelle, die ich ein bisschen fotografiert habe und so. Und da haben mir echt viele Leute eine Nachricht geschickt, viele Leute haben auch in den Kommentaren geschrieben. Ich hatte da irgendwie es angesprochen, dass ich Wackelkontakt habe an der Kamera, was natürlich nicht gestimmt hat. Vielen Dank dafür auf jeden Fall nochmal, auch wenn es ein bisschen her ist. Echt cool. Ich bin echt dankbar über jeden einzelnen Tipp, jede Unterstützung, die ich da bekomme. Weil ihr müsst so wissen, ich sieht's mit den Fotos, das ist mein Hobby so. Weißt du, ich habe nie eine Ausbildung gemacht, ein Studium und sonst was. Ich bin eigentlich Krankenpfleger so. Und hab das immer nebenbei gemacht, immer, keine Ahnung, immer, weiß nicht, immer so eine Leidenschaft, weißt du, wenn du irgendwas hast, wo du Bock drauf hast, wo du für brennst, da ist auch egal, wie viel Stress du drumherum hast. Ich habe irgendwie immer vorm Spätdienst, nach dem Frühdienst, immer nach dem Nachtdienst bin ich auf Giovannis Baustellen gefahren, habe da Bilder gemacht, weil ich irgendwie immer richtig Bock hatte und irgendwie Bock habe, dass die Bilder auch geil aussehen. Ja,
Deswegen bin ich auf dem Weg auf jeden Fall dankbar für jeden Einzelnen, der mir da Tipps gibt, wie ich mich verbessern kann. Wenn ihr meine Bilder seht, freue ich mich auf jeden Fall. Könnt ihr mir gerne auch bei Instagram schreiben, @baukub. Und freue ich mich auf jeden Fall drüber. Es soll jetzt nicht so klingen, dass ich hier überhaupt keine Ahnung habe oder sonst was. Aber ich lasse mir da gerne Anregungen geben. Freue mich da auf jeden Fall drüber. Ich habe früher hauptsächlich eher mehr Videos gemacht, damals noch für Uwe und so weiter. Aber mittlerweile ist es mit den Bildern irgendwie mehr in Fokus gegangen. Macht mir irgendwie mehr Spaß als Videos. Natürlich Videos ab und zu hier und da mal auch. Für Giovanni schneide ich die Sachen ja auch. Aber so generell Film kommt auf jeden Fall auch in der Zukunft wieder. Geile Baustellensachen, habe ich richtig Bock drauf. Aber für die Fotos, das ist erstmal mein Fokus, dass das noch besser wird. Bald kommt auch neues Equipment. Ja, ich freue mich auf jeden Fall mega auch für die geilen Kommentare und die Unterstützung, die ihr mir da auch gibt bei Instagram. Das sind natürlich jetzt nicht alle, die hier gucken, kennen mich oder wissen, was ich da für Arbeit mache. Aber für die, die das sehen und mir da folgen und Nachrichten geben, da bin ich auf jeden Fall richtig dankbar für und motiviert mich. Danke. So, jetzt sind wir hier in Hamburg. Bildschirm hatte, ne? Ja. Was? Opa, gedrückt halt, ne, Jakob? Ja. Das hier vorne wird jetzt zerstört. Hier ist schon alles zerstört. Krank, Mann. Wie viel Tonnen kann der zerdrücken? Oder? 60. Wahnsinn. Ziemlich. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen zurückgezogen von dem ganzen Lärm da. Das ist ja Wahnsinn, ohne Ohrschutz bei diesen Maschinen, drehst du ja komplett am Rad. Ja, deswegen sitze ich jetzt hier, habe schon mal ein paar Bilder bearbeitet. Da kann man das hier zeigen. So, hier erstmal Hamburg Dammtor auf entspannt. Ein paar Bilder machen, wer kennt es nicht. Ich habe noch einen Termin gleich, deswegen dachte ich mir, ach komm, setze ich mich hier noch eine Stunde entspannt hin, mache ein paar Bilder. Und ja, finde ich eigentlich ganz geil geworden. Ich habe jetzt mal ein paar mehr Bilder auch reingetan in den Vlog. Jetzt gerade zuletzt die Szenen hat sich halt ergeben jetzt mit den Bildern und dass ich auch vor Ort war. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Ich weiß, viele beschweren sich da auch, dass das manchmal zu viel ist. Ich habe das jetzt ein bisschen kleiner in die Ecke gemacht, dass man immer noch schön viel was vom Bild sieht. Ich hoffe, das ist trotzdem in Ordnung. Und wer sich natürlich mehr von den Bildern angucken möchte, der kann mir gerne bei Instagram folgen, @baukub, freue ich mich natürlich. Schreibt mir Kritik gerne, Rückmeldung, wie auch immer. Und dann haut rein, bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Fick dich, Gio.